Man muss ja nicht der beste Basketballspieler sein. Nee, muss man nicht. Weißt, also weißt du, welchen Punkt ich vertrete? So? Weil ich zum Beispiel habe auch immer so gedacht, ich dachte so, ja, wenn ich sozusagen bis 26 nicht das und das erreicht habe, warum spiele ich dann Basketball? Weil dann ist es doch gar nicht, dann bin ich nicht krass so mäßig. Aber warum kann man denn nicht sozusagen einfach auch den Sport lieben und spielen und sein Ganzes da reingeben, ohne einer der Top-Leute? Weißt du, es gibt Leute in dem Pro B, die geben alles, machen ihr Ding bis Ende 20 und die lieben den Scheiß, weißt du? Und eigentlich finde ich das viel respektvoller als jemand, der komplett die Successful Road geht, weil dann hast du ja auch alles immer gekriegt. Aber diese Arbeit da reinzustecken und alles, nur weil du das einfach gerne machst, da habe ich richtig krass Respekt vor.